Willkommen zum zweiten Teil meiner Marjo vs. Flair-Analyse, in dem ich mich nun breiter als der Türsteher sowie den Chartplatzierungen widmen werde. BRDT ist das erste Soloalbum des Duisburger Rappers Marjo, der im Gegensatz zu Flair noch als Neuling im Rap-Biz angesehen werden kann. Größere Aufmerksamkeit erlangte er an der Seite von Kollegen in dessen YouTube-Videos während der King-Promo-Phase. Marjo kam dort im Allgemeinen recht sympathisch rüber, fing mit zunehmender Dauer jedoch eher an zu nerven und bewies des Öfteren, dass es ihm im Gegensatz zur Kollegin an Charisma und Humor fehlt, was allerdings auch auf seine fehlende Erfahrung im Rampenlicht zurückzuführen ist. Als ich dann hörte, dass der Bengel ein Soloalbum veröffentlichen wird, hatte ich arge Zweifel, ob der Banger-Musiker dieses wirklich alleine tragen kann. Die erste Single, Nur der Tod kann mich stoppen, ist zugleich der Opener für das Album und hat mir leider nicht zugesagt. Der Track kommt irgendwie nicht aus dem Knick und der Refrain ist ziemlich langweilig runtergeleiert. Ich will alles übernehmen, nur der Tod kann mich stoppen. Legende, hungrig, chronisch am Boxen. Mama Majo, BADT, breiter als der Türsteher, EWWMG. Nennt es Stilmittel, nennt es eigene Note, ich nenne es einfach nur fucking lame. Eine Vorab-Single muss nach vorne gehen, Gänsehaut erzeugen und Bock auf mehr machen. Kollegas Alpha etwa war dafür ein perfektes Beispiel. Stärker ist da der zweite Track namens Stählerne Faust, in dem Majos Skills am ehesten hörbar sind. Doch schon mit Prototyp Banger und Wenn wir kommen geht es wieder stark bergab und Majos monotone Lyrics fangen an zu langweilen. Stresser Blick ist dann der erste richtig gute Track auf BRDT und überzeugt vor allem durch den Beat- und Chorus-Part. Das Farid und Kollega-Feature BRDT geht in Ordnung, obwohl auch hier auffällt, dass Kollega sich für seine Feature-Parts immer Lines aufhebt, die er als zu schlecht für seine eigenen Alben ansieht. Farid fickt wieder mal Mütter auf Koks und fährt Mercedes und alle anderen sind Schwuchteln und bla 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 und so weiter. Das darauf folgende peinliche Skit ist Fremdschämen pur und zeigt, dass Majo immer noch nicht lustig ist. Als ich Zahnpasta-Lächeln zum ersten Mal hörte, dachte ich, dass ich irgendwo überlesen habe, dass K1 auf BRDT mit drauf ist. Majo imitiert hier sowohl Flow als auch Stimmlage des einstigen Bushido-Schützlings, was immerhin für etwas Abwechslung sorgt. Ghetto Superstars, der stärkste Track des Albums, besitzt einen überragenden Beat und ist zu Recht auch in den Single-Charts gelandet. Das sehr stylische Video dazu ist ebenfalls sehr empfehlenswert. Nach dem mega poppigen Musterschwiegersohn, welches auch von Crow hätte kommen können, macht sich dann endgültig gähnende Langeweile breit. Über ermüdende 23 Tracks kann man sich Majo einfach nicht geben. Majos Stimme hat keinen hohen Wiedererkennungswert und ist im Vergleich zu vielen anderen Rappern einfach zu dünn. Man hat das Gefühl, alles irgendwo schon mal gehört zu haben. Es fehlt dem Album also vor allem an Eigenständigkeit. Phrasen wie gotische Kathedralen, Ballermann, aus Argentinien klingen zudem verdächtig nach Kollega. Ob er Majo Textüberbleibsel zugesteckt hat oder als Vorbild fürs Songwriting diente, wissen nur die beiden. Den Vergleich muss Majo sich jedoch gefallen lassen und dabei zieht er eindeutig den Kürzeren. Gibt es bei Collis Tracks dutzende geniale Vergleiche, die einem die Kinnlade runterklappen lassen, glänzt Majo lediglich durch Einfallslosigkeit. Hier mal ein paar Beispiele. Majo, mein Name ist Programm so wie Microsoft. Stiche so wie Stechmücken. Es wird gefährlich, wenn ich strahle. Nenn mich Kernreaktor. Bis der kleine Pisser durch die Qualen stirbt wie Strandbesucher. Dass du mich fixst, ist unmöglich, wie als ob es heiß ist in Alaska. Was eine wacke Scheiße. Mit manchmal gibt es dann zum Abschluss noch einen sehr guten Track mit Summer Jam und Casey Rebel, der allerdings erneut vor allem durch die Features glänzt. Majo wurden vor allem durch seine Freundschaften zu Kollega und Farid Bang viele Türen geöffnet. Ob Majo ein korrekter Typ ist, mit dem man Pferde stehen kann, ist mir als objektiver Musikkonsument jedoch scheißegal. Auf BRDT befindet sich neben einer Handvoll guten Tracks eine Menge Ausschussware und es fällt teilweise schwer, die Tracks auseinanderzuhalten, da viele nicht mal 3 Minuten lang sind und absolut gleich klingen. Majo sollte sich vielleicht eher als Fitnessblogger versuchen, als Rapper rechne ich ihm keine guten Chancen auf eine langfristige Karriere aus. Ich gebe dem Album 3 von 10 Punkten und kann hier leider keine klare Kaufempfehlung aussprechen. Flair hat also eindeutig das stärkere Album abgeliefert und hätte definitiv die Pole Position in den Charts verdient. Dennoch chartete BRDT vor NDW 2 auf Platz 1.
Majo kommt in der ersten Woche von BRDT in Deutschland, Österreich und der Schweiz 47.600 Alben verkaufen. Flair war mit 38.800 verkauften Einheiten ebenfalls sehr erfolgreich. Schaut man sich mal den Marketingprozess beider Alben an, wird schnell ersichtlich, warum BRDT trotz mangelhafter Qualität deutlich mehr Umsatz erzielt hat als NDW2. Bereits in den ersten Kollega-YouTube-Videos, in denen Majo zu sehen war, wird er von Koller als breiter als der Türsteher beschrieben. Diese Aussage fand auch in Interviews mehrfach Verwendung und die Line dann als Albumtitel zu benutzen, ist ein durchaus kluger Schachzug, da bereits eine Art Brand Recognition initiiert wurde. Es folgten während der Promophase insgesamt 6 Videoauskopplungen, bis auf Nur der Tod kann mich stoppen, allesamt zu stärkeren Tracks des Albums. Begleitend hierzu gab es auch für Majo einen Blog auf dem Banger-Channel mit insgesamt 8 Videos. Hinzu kamen diverse Making-ofs zu den Single-Videos, DVD-Trailer und etliche Interviews auf den gängigen Hip-Hop-Channels, sodass sich sicherlich niemand über fehlende Präsenz von Majo während seiner Promophase beschweren konnte. Des Weiteren supporteten diverse Rapper wie Echo Fresh oder Kollega Majo in der ersten Verkaufswoche mit Posts in Social Networks, die zum Kauf von BRDT animieren sollten. Flair hingegen hat seine Promophase ordentlich gegen die Wand gefahren. Ich kann mir diesen Oberfail in Sachen Marketing nur damit erklären, dass Flair nach dem ganzen Shitstorm gegen ihn zwischenzeitlich die Schnauze voll hatte und auf alles und jeden scheißen wollte. Im Dezember 2013 verkündete Flair, dass NDW 2 fertig ist. Dennoch sollte es erst am 9. Mai 2014 erscheinen. Im März kam dann das stabile deutsche Video, einen Monat später das Video zu Hipsterhass. Da Kollega sein Album King ebenfalls am 9. Mai veröffentlichen wollte, verschob Flair NDW 2 um weitere 4 Monate nach hinten. Daraufhin wurde es erstmal still um Flair, der laut eigener Aussage lieber Urlaub machen will, als sein Album zu veröffentlichen. Dies wurde nicht nur von Hadon mit Gelächter kommentiert, sondern verärgerte auch viele Fans. Vereinzelte Interviews zeigten einen mies gelaunten Flair, der mit aufgesetzter Arroganz und genervter Attitüde glänzte. Weiterhin löschte oder sperrte er später alle seine Videos auf YouTube, nur um sie kurze Zeit später zum größten Teil wieder hochzuladen. Eine sehr wirre Aktion, die dafür sorgte, dass sämtliche Klicks der Singles zu NDW 2 verloren gingen. Somit hängen die Videos jetzt bei ein paar hunderttausend Views, obwohl vor allem stabiler Deutscher sicher schon im 2-Millionen-Bereich stehen würde. Nachdem Flair sich dann mit Level zurückmeldete, gab er wieder vermehrt Interviews, in denen er sympathischer rüberkam und auch seine menschliche Seite zeigte. Es folgte also so etwas wie Schadensbegrenzung, doch eine erfolgreiche Promophase sieht definitiv anders aus. Es verwundert also nicht, dass BRDT kommerziell erfolgreicher ist als NDW 2. Sicherlich hängt dies auch mit der Zielgruppe von Majo zusammen, die sich durchaus jünger gestalten dürfte als die von Flair. Flair kann jedoch angesichts der schwachen Promophase und der höchsten Chartplatzierung seiner Karriere durchaus zufrieden sein. Ich gehe weiterhin davon aus, dass mit den knapp 39.000 verkauften Einheiten von NDW 2 in der ersten Woche die Gesamtzahlen des ein oder anderen Flair-Albums schon getoppt wurden. Flair hat die Kritiker auf seiner Seite, Majo die Verkaufszahlen. Von daher hat das Battle zwischen Majo und Flair keinen echten Verlierer hervorgebracht.